Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Freizeittipp. Diesmal befassen wir uns mit den Schönheiten der Region Starnberg-Ammersee und bei uns zu Gast dazu heute Klaus Götzl. Sie sind stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Tourismus der GWT Starnberg GmbH, um ganz genau zu sein, der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg. Herr Götzl, warum sollte man denn unbedingt zu euch in die Region kommen? Die liegt da quasi direkt vor der Münchner Haustür. Ja, alleine schon wegen der fünf Seen. Also die Region, der Regionsname sagt es schon, Starnberg-Ammersee. Wir haben dann noch die kleineren Seen Wörthsee, Pilsensee und Wesslingersee, die so Kleinodien sind. Wegen der Kultur, die wir hier in der Region haben mit König Ludwig, der am Starnberger See ja gestorben wurde, wie ich immer sage. Man weiß ja nicht, wie er ums Leben gekommen ist. Die Wittelsbacher wahrscheinlich schon, aber sie sagen es ja nicht. Sissi, die in Possenhofen aufgewachsen ist und ins Hotel Kaiserin Elisabeth, das nach ihr benannt ist, auch 24 Jahre jeden Sommer zur Sommerfrische zurückkam. Kloster Andex ist ein weiteres Highlight, kennt auch jeder als Pilgerstätte in die Kirche und dann auch runter ins Bräustüberl. Und auch wegen unserer Museen, also das Buchheim-Museum ist ja auch, denke ich, weit über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt für die expressionistische Sammlung von Lothar Günther Buchheim. Wir haben ein Kaiserin-Elisabeth-Museum, es gibt das einzige Karl-Orff-Museum auf der Welt am Ammersee in Diesen. Wir haben eine Zinngießerei in Diesen, die älteste private Zinngießerei, die auch den Vatikan beliefert. Also es gibt viele Gründe, um jetzt in die Region Starnberg-Ammersee zu kommen. Also unglaublich viele Highlights, die man bei euch entdecken kann. Das reicht dann für mindestens 10 Besuche, wenn nicht noch mehr natürlich. Also man kann immer wieder und sollte auch immer wieder herkommen. Ihr habt so ein paar besondere Schwerpunkte. Da dreht sich alles um Golf, Urlaub mit Familien und das Thema Wasser. Vielleicht ein paar Worte dazu. Was ist da so das Wichtige, genau, die wichtigen Punkte für euch? Wir sind seit 2 Jahren, heißen wir jetzt Region Starnberg-Ammersee. Und das ist über Fusionierung mit der Wirtschaftsfördergesellschaft zusammengekommen. Und wir haben uns da Schwerpunkte gesetzt. Ein Schwerpunkt ist, wir wollen was Erstklassiges bieten und wir sind da im Bereich Golf wirklich erstklassig. Wir dürften die größte Golfplatzdichte in Deutschland haben. Sie können also von unserer Region aus innerhalb von 25, 30 Minuten 12 Golfplätze, 18 Loch-Golfplätze erreichen. Wir kooperieren da mit 9 wirklich Top-Golfplätzen. Da ist unter anderem Golfplatz, Golfclub Feldafing dabei, Starnberg, Wörthsee, die auch große Turniere schon ausgerichtet haben. Ladies German Open in Wörthsee. Zum Beispiel auch Lufthansa Cup schon. Und wir kooperieren da mit Hotels, bieten da Packages an. Es gibt da Schnupperkurse. Es gibt eine Golfcard für die Golfer. Die kriegen auch einheitliche Greenfee-Ermäßigung an allen 9 Plätzen, die mit uns kooperieren. Und es gibt noch verschiedene andere Zuckerl, die dann auch die Hotels mit den Golfplätzen anbieten. Beim Thema Wasser, das haben wir uns natürlich auch zu eigen gemacht, weil wir da ja mit den 5 Seen, auch mit der Würm und mit der Ammer Amper auch Wassermöglichkeiten anbieten können. Aber es geht da nicht nur um das touristische Thema, es geht auch um das Thema Beruf Fischer. Wir haben immer noch Berufsfischer an den Seen, Starnberger See, Ammersee. Wir bieten da mit einem Fischer am Starnberger See in Possenhofen auch einen Räucherworkshop an, der am Anfang so Versuchsballon war. Und der ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wenn der Fischer mitmacht, bieten wir es öfters an. Ja. Und dann hat der Fischer gesagt, ja, mei, ist für mich jetzt kein großer Aufwand, machen wir. Und jetzt haben wir letztes Jahr 7 Workshops angeboten, die komplett ausgebucht waren. Und dieses Jahr sind es, glaube ich, 9 und die sind auch schon alle fast wieder ausgebucht. Also vor allen Dingen auch von Einheimischen. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir sind jetzt als Wirtschaftsförder- und Tourismusentwicklungsgesellschaft nicht nur für die Touristen da, sondern auch für unsere einheimischen Bewohner und für die angesiedelten Betriebe, weil ja doch vieles, was im Vordergrund eigentlich für den Touristen gemacht wird, auch für den Einheimischen nutzbar ist. Ob es jetzt der Wanderweg ist oder ausgeschilderte Radroute oder das vielfältige gastronomische Angebot, es gäbe es ohne Touristen nicht und der Einheimische kann es dann eben genauso nutzen. Wir wollen mal in ein paar Bilder hineinschauen, die Sie uns mitgebracht haben. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, dass unsere Zuschauer einen kleinen Eindruck mal bekommen aus der Region? Da geht es schon schön los. Ja, das ist der Blick auf die Roseninsel, die einzige Insel am Starnberger See. Hier Blick auf die Zugspitze. Und das sind keine gefakten Bilder, also das ist wirklich so. Bei schönem Wetter sieht man das so. Das ist jetzt hier der Blick nach Tutzing. Ja, eines der Top-Schiffe am Starnberger See, die Seeshaupt mit der Zugspitze im Hintergrund. Hier ist Kreuz im See und im Hintergrund wäre bei uns in unserem Rücken jetzt die Votivkapelle. Hier ist sie. Zum Gedenken an den Tod von König Ludwig am 13. Juni 1886.
Schloss Possenhofen ist im Privatbesitz, kann man leider nur von außen anschauen, aber zeugt immer noch eben von damals dem Sissi. Und hier ist die Fähre, mit der man zur Roseninsel rüberkommt. Dann ja, der Blick auf Kloster Andex. Hier der Ammersee dann auch. Das sind wunderbare Sonnenuntergänge von Herrsching aus. Also da kann ich nur jedem anraten, dass er sich dann Herrschinger Bucht hinsetzt und dann den Sonnenuntergang genießt. Das ist das Marienmünster in Diesen. Dann der Ammersee, ja ganz bekannt für seine Schaufelraddampfer. Hat hier sehr viele Besucher. Ja, Wörthsee. Der kleinste See in der Region. Und ja, diese Blicke haben sie immer wieder mal mit den Booten, mit den Bootshäusern. Hier Bootsvermietung am Wörthsee. Ja, und die Region ist also auch im Winter schön. Ist nicht nur eine Sommerdestination. Und gerade wenn die kleineren Seen zugefroren sind, dann können sie da Schlittschuh laufen, Eishockey spielen oder einfach nur mal wandern. Also ist schon eine ganz Jahresdestination, würde ich sagen. Also wunderschöne Impressionen. Nochmal kurzer Blick auf die Fähretel-Wetterbilder. Wir haben jetzt ja auch ein paar Impressionen hier gesehen. Wie wichtig ist das den Menschen, die zu euch kommen, auch da reinzuklicken und sich ein Bild zu machen vom Wettergeschehen? Das ist ganz wichtig geworden, dass wir das jetzt auch bei Fähretel das Glück haben, eine Kamera installiert zu haben am Starnberger See, weil sich die Leute doch nach den Wettervorhersagen richten und gerade einmal so ein Tagesausflügler oder wenn jemand für 2 oder 3 Tage kommen möchte, mal reinschaut. Wir haben die Kamera jetzt seit knapp einem Jahr und wir haben jetzt festgestellt, dass gerade im November, wenn das Wetter so ein bisschen nebliger ist oder sowas, die Zugriffszahlen doppelt so hoch waren wie im Sommer, weil die Leute offensichtlich wissen wollten, wie ist es am See, in der Stadt ist es so und so und wie ist es am See. Und das ist als Marketing-Tool wirklich sehr, sehr hilfreich. Und sie haben Zugriffe, viele aus Deutschland, aber es waren aus USA, aus Korea, aus Italien. Also es weltweit wird da zugelangt und haben mal geschaut, wie es in der Region ausschaut. Wunderbar. Klaus Götzl, wir sind schon wieder am Ende. Wir könnten noch Stunden weitersprechen. Ja. Ich habe schon gemerkt, es ist toll, wie Sie in Schwärmen geraten, wenn es um Ihre Region geht. Wunderschön. Es sei noch angemerkt, wenn man sich noch mehr informieren möchte, es gibt 2 Adressen, www.starnbergammersee.de und www.golfeninstarnbergammersee.de. Genau. Da findet man nochmal alles kompakt, über das wir jetzt auch gesprochen haben. Komplett. Und kann sich da nochmal über alles informieren. Veranstaltungshinweise, alles Mögliche. Wunderbar. Zimmervermittlung. Nochmal danke fürs Hiersein. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen danke für Ihr Interesse. Das war unser Freizeittipp für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihnen allen eine angenehme Zeit und auf Wiedersehen.